kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Sie hören die Sendung Zeit für dich auf Radio Maria. Uns bleiben noch einige wenige Minuten. Wir haben jetzt keinen Anrufer in der Leitung. Ich darf das Wort nochmal an den Herrn Pfarrer Frank Köpikus-Röttger übergeben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Es ist 10 Minuten vor Mitternacht und wir haben heute eine reiche Sendung gehabt, glaube ich. Ja. Wir haben nach Japan geschaut, zu diesen schrecklichen Geschehnissen dort, zu den Naturkatastrophen, die uns Angst machen, die uns besorgen, die unser Mitleid erregen, wo wir entsetzt sind, was dort passiert. Ich habe heute auch einen Film darüber gesehen, wo die LKWs und die Häuser in den Fluten herumschwimmen und wir sagen, fürchterlich. Und doch sagt Gott uns immer wieder, seht, ich mache alles neu. Sehen Sie, es ist, glaube ich, wichtig, gerade in diesen Momenten, wo wir sehen, es ist alles so verstörend, es ist alles etwas, was uns so irritiert, so fertig macht, so viel Angst macht, dass wir dazu Gott unsere Zuflucht nehmen und sagen, Herr, du hast uns gesagt, du wirst alles gut und alles neu machen. Und ich vertraue dir jetzt, dass du das tust. Und ich empfehle dir in diesem Sinne Japan an, die Menschen, die leiden dort, diese Naturkatastrophen. Und ich traue dir zu, dass du trotz allem der Herr bist und dass du alles im Griff hast. Und dass wir eine Situation erleben werden, wo wir sagen werden, ja, es ist wirklich wahr, Gott hat alles gut gemacht. Also ich glaube ganz sicher, dass wir in diesen Zustand kommen werden, wenn wir in der Anschauung Gottes sind spätestens, dass wir sagen können, ja, Gott hat alles gut gemacht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jesus einmal gesagt hat, in der Welt seid ihr im Bedrängnis, spüren wir wirklich, und dann sagt er weiter, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Und wir sind mit ihm Sieger. Und ihn tiefer in unser Leben zu lassen, tiefer zu erkennen, tiefer lieben zu lernen, dafür müssen wir manchmal den Ballast abwerfen, dieses
Marschgepäck erleichtern, Platz für ihn machen und ihm wirklich die Herrschaft über unser Leben übergeben. Wir müssen ihm unser Leben schenken und anvertrauen, ohne Angst, dass er uns etwas nehmen würde, denn er gibt uns alles, was wir brauchen. Ich denke, das ist dieser Schritt, der für die Fastenzeit wichtig ist. Dass wir wirklich auch den Ballast vor unseren Augen wegräumen, die Dinge, die uns die Sicht auf Gott versperren, die uns hindern, in wirkliche Gemeinschaft mit ihm zu treten. Fragen wir uns zum Beispiel, wenn wir uns immer wieder mit irgendetwas entschuldigen, dass wir nicht zum Gebet kommen können, nicht in die Heilige Messe gehen können, ob es nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, wenn es uns wirklich wichtig ist, dass wir das nicht mehr für den Hinderungsgrund als einen so starken Hinderungsgrund erleben, sondern es gibt den Satz, der ist sicherlich nicht nur so ein Satz, der dahingesagt ist, was mir wichtig ist, das kann ich. Wie wichtig ist mir Gott? Wie wichtig ist mir das Gebet? Wie wichtig ist mir die Heilige Messe? Wie wichtig ist mir mein armer Bruder und meine arme Schwester, mit denen ich aufgerufen bin, zu teilen? Wie wichtig ist mir das? Und in diesem Sinne, denke ich, ist die Fastenzeit eine Zeit, wo wir darüber nachdenken können. Ja, ich darf nun mit einem Gebet abschließen und Ihnen dann auch den Segen geben. Den Segen für die Nacht, den Segen für die weitere Zeit, den Segen für unsere Fragen, dass sie beantwortet werden, für unser Zweifeln, für unser Unwohlsein, für die Dinge, die einfach in unserem Leben noch nicht ganz im Lot sind. Dass der Segen Gottes uns dort trifft, wo wir es brauchen. Der Segen Gottes ist etwas Übernatürliches. Und um diesen Segen wirklich zu empfangen, müssen wir auch Gott zutrauen, dass er uns übernatürlich helfen kann. Das wollen wir jetzt versuchen. Herr unser Gott, du bist ein Gott der Menschen, für die Menschen. Wir sind oft hilflos. Wir sehen mit Schrecken auf die Geschehnisse dieser Welt. Wir blicken nach Japan und sind ratlos. Du bist nicht ratlos, du hältst die Welt in deinen Händen. Und wir schicken jetzt einen ganz großen Segen nach Japan, nach Libyen, zu den Menschen, die in den Krisengebieten der Welt sind, die in den Naturkatastrophen sind, zu den Menschen, die trauern und dich nicht verstehen. Und wir können dich manchmal und auch oft genug auch nicht verstehen. Aber wir halten uns an dir fest. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen an dich glauben. Du bist der Gott mit uns. Du bist der wirkliche Immanuel, der uns gesandt ist und der auch in unserem Leben steht. Der in uns lebt und durch den Heiligen Geist in uns lebt. Segne uns jetzt, stärke uns, schenke uns Frieden in dir, großes Vertrauen, dass du alles gut machen wirst. So dürfen wir jetzt deinen Segen empfangen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Abend, einen guten ersten Fastensonntag und eine gute Fastenzeit. Liebe Hörerfamilie von Radio Maria, das war für heute die Sendung Zeit für dich mit Pfarrer Frank Köppikus-Röttger aus Bad Gastein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon Maria Kotzis. Es geht bei uns um 0 Uhr weiter mit dem Angelus. O himmlischer Vater, Wunder der Liebe, Zeichen der Freude.